Das Huawei Nova Plus wurde auf der IFA vorgestellt und sollte zunächst gar nicht nach Deutschland kommen. Jetzt aber doch, und zwar für einen Preis von 429 Euro, wird das Nova Plus in den nächsten Tagen erhältlich sein. Und deswegen möchte ich es gemeinsam mit euch auspacken, einen Blick in die Box reinwerfen und schauen, was da denn alles mitgeliefert ist. Das Huawei Nova Plus kommt in einer schicken schwarzen Box, kennen wir schon seit dem Mate S. Schwarze Box, goldener Schriftzug, ansonsten keine großen Aufschriften oben oder unten. Und wir machen sie direkt einfach mal auf und schauen rein, was da alles enthalten ist. Zum einen natürlich das Nova Plus, im Grunde auch schon der, ja, mehr oder weniger direkte Nachfolger zum Huawei Mate, nee, nicht Mate, G8. Schauen wir uns gleich mal etwas genauer an, ansonsten legen wir das zur Seite und schauen, was da noch so alles in der Box enthalten ist. Wir haben einmal ein Netzteil, und zwar kann der Qualcomm Snapdragon 625 Prozessor vom Huawei Nova Plus auch Quick Charge 3.0. Ich habe es allerdings schon ausprobiert und es funktioniert nicht. Mit dem Netzteil sowieso nicht, denn es ist ein ganz gewöhnliches 5 Volt 2 Ampere Netzteil. Damit könnt ihr sowieso kein Quick Charging in dem Sinne erwarten. Müsstet euch also sowieso ein Quick Charge 3.0 kompatibles Netzteil holen. Aber das habe ich auch schon ausprobiert und es ging auf den ersten Blick nicht. Ich hoffe, es liegt an der Software und dass Huawei das möglichst schnell behebt. Ansonsten haben wir in der Box natürlich unsere typischen Kopfhörer. Erinnern ja ganz klar an die Apple EarPods, klingen so ein bisschen ähnlich. Richtig gut finde ich sie nicht, aber hey, schön, dass die mitgeliefert sind und reichen halt für den ja, normalen Benutzer, zumindest für die ersten paar Tage auf jeden Fall aus und haben ein integriertes Headset, sowie hier eine Lautstärkeregelung, das finde ich immer ganz toll, sowie einen Play-Pause- bzw. Rufannahme-Knopf. Außerdem haben wir drin ein USB-Kabel. Dieses ist 1 Meter lang und zwar auf der einen Seite normales USB-Netzteil oder Kabel für das Netzteil und auf der anderen Seite ein besonderer Stecker, beziehungsweise jetzt nicht mehr so besonders wie vielleicht noch vor einem Jahr USB Typ C. Da seht ihr, dass dieser Stecker hat keinen oberen oder unteren Teil und kann eben beliebig eingesteckt werden. Das ist der große Vorteil von USB Typ C und schön, dass Huawei das auch bei diesem Gerät auf USB Typ C setzt. Außerdem haben wir hier normalerweise noch diverse Leaflets und ja, Informationsblättchen hier drin enthalten. Dadurch, dass es ein Testgerät ist, haben wir das hier nicht, kann ich euch also nicht zeigen. Und noch so ein SIM-Kartenöffnungstool, so ein Pinökel, damit wir die SIM-Karte rein und rausnehmen können. Das Interessante an dem Nova Plus ist, es ist ein Dual-SIM-Smartphone, sehen wir hier auch nochmal auf der Rückseite eingezeichnet. Das heißt, ihr könnt dort zwei Nano-SIM-Karten einlegen. Oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Speicherkarte. Finde ich immer schön bei Huawei, zumindest hier bei dem Nova Plus, dass man hier auf diese Kombination setzt. Ja, ist auf jeden Fall sicherlich wichtig für den einen oder anderen Nutzer. Wir entfernen hier außerdem mal die Folie, wo auch noch zu sehen ist, dass NFC oben ist. Immer ganz gut zu wissen, weil sonst hantiert man mit den Smartphones rum und weiß nicht genau, wo man es denn jetzt hinhalten soll. Also, ziemlich schickes Gerät, 5,5 Zoll großes Display, ich habe es auch schon eingerichtet, 450 Nit, also Candela pro Quadratmeter ist die Helligkeit, gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut, schön helles Display, tolle Kontraste und auch sehr gute Blickwinkel, gute Farben, das macht auf jeden Fall einen sehr soliden Eindruck. Wir haben eine 8-Megapixel-Kamera auf der Front, eine 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite, die auch zum ersten Mal für Huawei auch 4K-Videos aufnehmen kann. Und sie ist auch optisch stabilisiert, auch das ist schön zu sehen. Darunter der Fingerabdrucksensor, das ist auch ganz nett bei Huawei. Das ist eines ja, der besten Fingerabdrucksensoren jedes Mal bei Huawei, die man so auf dem Markt finden kann. Und ansonsten, was mir sehr gut gefällt, ist die Verarbeitungsqualität hier auf den ersten Blick. Das Gerät besteht aus schönem Aluminium und zwar aus einem Stück gefräst. Es ist leicht abgerundet auf der Rückseite. Ich hoffe, ihr seht es so ein bisschen. Hat so einen ganz leichten Bogen, den man in der Handfläche dann doch ziemlich deutlich spürt. Und dadurch liegt es trotz der 5,5 Zoll sehr angenehm in der Hand. Toll sind natürlich auch die geschliffenen Kanten hier. Gefallen mir ebenfalls sehr gut. Wenn wir das Gerät mal vergleichen mit anderen 5,5 Zoll Smartphones, iPhone 7 Plus, ihr seht,
den großen Größenunterschied. Beide 5,5 Zoll, aber das Nova Plus ist deutlich kleiner. Ich würde euch noch das S7 Edge in die Kamera halten, leider nehme ich gerade damit auf, dass es noch etwas kleiner ist als das Nova Plus. Ansonsten zu anderen Huawei-Geräten im Vergleich, das Huawei P9 beispielsweise, ist ein 5,2 Zoll Smartphone, ist deutlich kleiner natürlich und auch minimal schlanker, aber von der Designsprache nehmen wir jetzt mal das Leder hier weg, ebenfalls Voll-Aluminium-Gehäuse und auch das Honor 8, das kann ich euch auch noch so zum Vergleich zeigen, besteht aus Glas vorne und hinten, der Rahmen aus Metall, aber da seht ihr mal so einen Größenunterschied, ebenfalls 5,2 Zoll beim Honor 8, ist natürlich ein schlankeres Gerät, aber hier habt ihr einfach das größere Display und auch noch einen größeren Akku mit 3300 mAh, wenn mich nicht alles täuscht. So, genau. 3340 sind es, um genau zu sein. Ja, das ist der allererste Blick auf das Huawei Nova Plus. Falls ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare, dann kann ich auch im Testbericht genauer darauf eingehen. Der erste Eindruck ist hier auf jeden Fall sehr positiv. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, das hilft mir extrem weiter und abonniert natürlich den Kanal, um den Testbericht zum Huawei Nova Plus nicht zu verpassen. Ansonsten, wir lesen uns in den Kommentaren und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich bin Daniel von Tablet.de. Vielen Dank fürs Zusehen.